Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Civilizations 2. Wir werden heute auch mal wieder bei unserem Feldzug hier weiterspielen. Ihr seht, wir sind 1961, Runde 864, also sind wir schon verdammt viele Runden, Leute. Das ist wirklich schon viel. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist ja ganz klar, wir müssen schauen, dass wir hier Frankreich und British Indien hier irgendwie zurückhalten. Müssen jetzt mal gucken, wir sind im Krieg mit den Rebellen. 7 Provinzen haben die. Ja, wieso soll ich jetzt Rebellen unterstützen? Welche Provinz ist nicht versorgt? Wieso springen wir jetzt da gerade nicht hin? Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Wir müssen jetzt mal gucken. Genau, die Norweger sind ja auch mit dabei. Wir wollen ja unsere Leute hier alle zusammenziehen. Das werden wir auch hier machen. So, hier sind Rebellen. Ja, wir greifen jetzt hier einfach mal an. Die werden wir auch alle zusammentun. Und wie gesagt, wir wollen ja dann irgendwann mal auf Norwegen rein. So, jetzt haben wir hier auch Rebellen. Ja, die werden wir jetzt einfach mal aufsplitten. Weil ich glaube, so viele Einheiten werden jetzt die jetzt hier auch nicht haben. So, hier, hier, hier. Dann machen wir einen Teil hier und einen Teil hier. Den Rest lassen wir jetzt erstmal so. Das werden wir dann auf jeden Fall hinkriegen. So. Die Küste ist ja hier unten erstmal sicher. Hier zwar noch nicht, aber hier unten. Ne? Genau, und hier unten waren wir ja am Rückzug. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir die Leute hier wieder alle rauskriegen. So. Italiener sind mit dabei. Ja. Nee. Halt, auf der Karte falsch gedrückt. Ja, dann machen wir jetzt mal halbe halbe. Eine Hälfte hier, eine Hälfte hier. So, und da müssen wir jetzt mal schauen. Was machen wir jetzt mit unseren ganzen Einheiten hier? Die ziehen wir jetzt. Das gehört alles den Russen wieder. Frankreich. Ne, wir ziehen unsere Einheiten hier zurück. Die ziehen wir auch gleich zu der Burg hin. Müssen wir mal schauen. Die kommen hier hoch. Mehr Einheiten dürften wir hier unten überhaupt nicht haben. Okay, hier haben wir noch welche. Die sind komplett eingekesselt vom British Indian hier. Müssen wir mal schauen, dass wir die jetzt irgendwie hier rausboxen. So, dann machen wir das mal so. Die hier hin und die ziehen wir hier hin. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal wieder draußen. Ne? So, ihr seht, es sind überall Einheiten noch verteilt von uns. Da ziehen gerade welche hin. So, jetzt machen wir mal schauen, dass wir hier unten irgendwie zubekommen. Könnten wir eigentlich die nächste Runde starten lassen. Genau, hier greifen wir jetzt gegen die Rebellen an. Ah! Das hätte ich natürlich jetzt nicht gedacht, dass gleich hier so viel Mann von denen hier stehen. Nein! Ja, die versuchen natürlich jetzt wirklich unsere Leute hier einzuschließen. Deutsches Reich hat gesiegt, aber wo sind meine Einheiten, Leute? Hier passt ja alles soweit.
Oh! Schaut mal her, da haben die noch über 3000 Mann stehen. Alter Verwalter, niedrige Provinzen. Naja, sind schon wirklich schon sehr, sehr wenig Prozentzahlen hier. Tja, was machen wir denn jetzt mit diesen Rebellen hier unten? Scheiße, das waren jetzt, glaube ich, über 300 Mann, die wo hier kommen. Ja. Wir werden jetzt die mal alle hier zusammenbringen. Ja, und werden hier auf jeden Fall wieder Leute aufstellen. Was sollen wir jetzt hier anders da machen? So, und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir unsere Leute hier unten rausbringen. Ja, wir machen es jetzt ganz einfach. Wir werden es trotzdem nochmal probieren. Ob wir Frieden bekommen mit denen. Wie gesagt, verlieren wir zwar jetzt einen Teil hier unten. Wie viele Punkte haben wir denn noch? Aber besser so. Also wenn wir jetzt hier so viele Leute verlieren. Außerdem hätten wir ja dann einen Teil schon mal erobert hier unten, ne? Dann können wir ruhig probieren, ob wir Frieden bekommen. So, was haben wir denn noch? Scheiße. Ja, das könnten wir jetzt eigentlich so lassen. 9 Punkte. Wir probieren es jetzt einfach mal. Mal schauen, was rauskommt. Ob sie drauf eingehen, die Guten. Dann lassen wir jetzt einfach. Ja, wir lassen die Runde jetzt mal so durchlaufen. Tja, schaut mal hierher. Waffenstillstand. Was? Eine Revolte. Waren wir denn eine Revolte hier oben? Rebellen? Waffenstillstand. Also, das ist schon mal gut. Vor allem ist Britisch-Indien auch mit Großbritannien im Krieg. So, wir haben auf jeden Fall viele Ländereien erstmal dazu bekommen. Ihr seht das ganze Feld hier. Tja. Dann müssen wir uns jetzt erstmal das hier unten wiederholen. 73, da reichen das da. Da bringen wir auch eine kleine Einheit hin. So, jetzt haben wir noch 1334 Mann. Da werden wir jetzt hier oben angreifen. Mal schauen, dass wir hier irgendwie mal durchkommen. Ja, die Rebellen müssen wir auf jeden Fall rausbekommen hier. Hier marschiert schon jemand hin. Den Rest machen wir mal hier hin. Hier haben wir ja auch noch 1000 Mann. So, ein Teil hier hin und ein Teil hier hin. Dann müssen wir die Rebellen eigentlich hier oben in den Griff bekommen. So, wie schaut es jetzt hier drüben aus? Da müssten unsere Leute ja auch alle draußen sein. Hier haben wir 9.500 Mann. Genau, hier haben wir noch einige. Mal schauen, wie weit wir hier drin sind. Okay, ja, die haben noch trotzdem. Schauen wir her, wie viel die noch haben hier. Ja, wir lassen jetzt die Leute trotzdem mal verteilt hier stehen. Das macht jetzt erstmal nichts. So, im Frieden sind wir sowieso. Und Leute, kriegt er die Rebellen jetzt hin? Forschungspunkt. Wir machen jetzt mal Wirtschaftswachstum. Haben wir gleich 9% dazu bekommen. So, dann haben wir das ja mit unseren Provinzen noch. Mal hier schauen. Beziehungen verbessern. So, mit unseren Provinzen hier. Integrieren 4100. Ja, das werden wir jetzt mal machen. Da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen Geld raushauen. Wir haben jetzt eh erstmal genug.
Na? Ah, warum keine Punkte mehr? So, und wie schaut es jetzt aus mit den Rebellen hier? Das haben wir. Oh, das war ganz knapp. So, da haben wir es doch. Die Rebellen sind... Ah, nee, wir haben hier noch welche. Da habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Sind wir schon wieder im Krieg? Ah, mit hier drüben. Ah, Beleidigung von Italien. Was wollen die jetzt von mir? Also die Rebellen haben noch eine Provinz. Genau, das ist das hier. Die Russen wollen ihre Länder rein zurück. So, da haben sich meine ganzen Leute jetzt hier erstmal verabschiedet. Wo haben die die jetzt alle hin? Mal schauen, wo die rausgezogen wurden. Ah, wir sind noch alle auf russischem Bereich. Ja. Ja, okay, solange das jetzt keine Kampfansage ist, lasse ich die Leute jetzt trotzdem mal hier stehen, weil die jetzt alle hier rauszubringen. Es wird jetzt lang dauern. Wir machen es jetzt mal so. Wir fügen jetzt mal alle zusammen und dann später bringen wir es raus. Wenn die Russen das ja sowieso zurückhaben wollen, dann kriegen wir eh nicht. So, hier sind alle draußen. Dann bringen wir die jetzt mal noch zusammen. Wir dürfen uns ja noch bewegen. Und so ist es dann leichter, alle rauszuziehen. Da stehen so viele tausend Mann hier rum. So, mal schauen. Ah, hier sind auch Rebellen. Ja, das müssen die Russen dann unter sich machen. Angreifen lassen sie mich nicht. Die ziehen wir jetzt auch mal raus. Die ziehen wir jetzt mal zu uns zurück. So. Die passen so. 18.000... Da unten sind auch Rebellen. So, Punkte haben wir wieder. Können wir wieder ein paar Provinzen hier machen. Mehr. So. Einmal noch, dann sind unsere Punkte wieder rum. Eine Revolte. Oh. Da müssen wir natürlich jetzt Leute aufstellen. Der Waffenstillstand ist ausgelaufen mit Irland. Ja, von mir aus jetzt erstmal. Also, wir werden jetzt hier... Ach. Leck mich am Arsch, haben die hier viel. 350. Ja. Da werden wir jetzt immer ungefähr... um die 350 Mann hier rumstellen, dass die hier nicht rauskommen. So, dann mal hier könnten es durch. Ah, was will ich jetzt mit 5000 Mann? Brauchen wir nicht. 400 brauchen wir auch nicht. Irgendwas immer um die 300, das reicht vollkommen. So, zwei Provinzen noch. Und dann können die hier schon mal nicht durchbrechen. Dann können wir jetzt in aller Ruhe dann das hier zurückerobern. Jetzt nochmal kurz gucken. Also Provinzen. Ne, hier haben wir noch eine. Da könnten sie raus, die Schweine. Die. Ja, hier haben wir. Also die können jetzt, wenn nur über See raus. Hier haben wir auch genug Leute verteilt. Das sind schon sehr viele Leute. Ah, schaut mal an. Da unten sind sie noch. Da haben wir den kleinen Teil. Ja, die werden wir jetzt hier angreifen, dass wir die Rebellen hier komplett rausbekommen. So, wie viele Provinzen haben wir denn überhaupt noch? Punkte 5,1. Ja, ein bisschen was können wir schon machen. Boah, jetzt sind wir sogar schon minus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 Provinzen. So, das war's erstmal. Die Rebellen sind geschlagen. Ja, das war knapp. Im Krieg mit Rebellen. So, ohne Krankheit haben wir auch schon wieder dazu bekommen. Oh mein Gott. Überall sind jetzt diese Rebellen hier. Ja. Aber das kriegen wir schon unter Kontrolle. Da werden wir dann gleich hier vormarschieren. Die 104 nehmen wir gleich hier rein. Also das müssen wir alles ein bisschen abschotten hier, dass hier keiner rauskommt. So, dann haben wir die hier. Da müssen wir wirklich dicht machen. So, und jetzt wegen denen hier unten. Darüber. Da will ich nicht hin, ich will dahin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das war das, das, das. Die Rebellen haben wir hier. Hier ist keiner. Also hier schaut es eigentlich ziemlich gut aus. Ja, die kriegen wir ja leicht unter Kontrolle. Das sind ja nicht allzu viel. Kriegsvorbereitungen gegen die Rebellen. Machen wir bestätigen. Wir helfen denen natürlich. So. Die Leute hier vorziehen. Die hier. Dann haben wir die hier noch. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal wieder weg. Das passt eigentlich. So, wie viele Tote haben wir denn jetzt schon? 2.500. Boah. 2.500, der Wahnsinn. Bestätigen. Boah, das Geld geht schneller weg wie sonst was. Nein! Jetzt haben die doch noch mehr Soldaten hier. Das ist natürlich bitter. Das hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das verlieren. So. Dann müssen die mal hier hoch. Dann müssten wir es jetzt eigentlich haben. So. Tote bei 7.500 schon. Der Wahnsinn. Die Rebellen sind weg. So. Die kriegen wir jetzt auch weg. Wir haben immer noch 36 Provinzen, Leute. Ja, müssen wir machen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Kostet halt verdammt viel Geld. Das wird auf jeden Fall jetzt noch ein paar Runden dauern, bis wir die Stabilität hier reinbekommen. So, 30.000 Tote schon. Integrieren. Was kostet das? 16.000. Jetzt haben wir schon wieder Rebellen. Ja, das wird jetzt mal lange Zeit so hingehen. Das wird sie nicht vermeiden lassen. Italien ist dem Krieg beigetreten. Ja, gegen die Rebellen hier wird es sein. 28 Provinzen noch. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder Geld sparen. So, Kriegsvorbereitungen gegen Griechenland. Tote 127.000 gegen Griechenland. Das ist ja nicht so viel. Das ist nur das bisschen hier. Mehr haben die Griechen ja nicht. Komm. Jetzt müssen wir trotzdem mal schnell gucken. Griechenland.
Beziehungen verbessert. Komm, mach mal bestätigen. Scheiß drauf. Also, Provinzen. Verbessern. Was haben wir denn noch hier? Boah, jede Menge Rebellen. Das könnt ihr aber vergessen, Leute. Vor allem, wie können jetzt die Rebellen in meiner Provinz sein, wo Leute von mir stehen? Rebellen hat gesiegt. Leck, wir haben die 182 verloren. Eine Revolte haben wir hier. Unabhängigkeitserklärung. Ey, die Anzahl der Toten steigt und steigt. Schaut mal hin, 158.000. Boah. In Jena. Das ist ja bei mir im Land. Also das ist bei mir ist die Krankheit, weiß ich schon. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie schon jetzt auf dem deutschen Boden ist. Ja, wenn er jetzt sieht, Rumänien auch. 24 Provinzen noch. Ey, das wird ja nicht weniger. Tja, was machen wir jetzt hier? 74. Okay, da stellen wir jetzt trotzdem mal ein paar Leute auf. So, 190. Hier mal vorrücken. Fast 200.000 Tote jetzt schon. Der Wahnsinn. Aber das sind die ganzen Provinzen hier, die ich noch nicht integriert habe, wo jetzt diese Rebellen hier kommen. Die 18.000 Mann stehen eigentlich sehr gut hier. Jetzt müssen wir mal gucken wegen Griechenland. Wir sind im Krieg mit Griechenland. Wir hatten doch hier auch, genau, da haben wir auch noch 9.500 Mann stehen. Die bringen wir jetzt mal... Oder bringen wir es hier hin? Genau, die bringen wir jetzt zu den Rumänen mit. Wir haben ja denen Unterstützung versprochen. 219.000 Tote. Boah. Ja, wir lassen jetzt die Rebellen einfach mal so. Die ziehen ja hier hoch. Ja, da werde ich jetzt erstmal noch gar nichts machen. So. Die Griechen. Jetzt habe ich natürlich meine Männer hier weg und die Griechen gehen hier oben hin. Das ist natürlich blöd. Jetzt habe ich hier unten keine Provinz mehr, wo ich Leute rekrutieren kann. Scheiße. Was machen die denn die Rumänen überhaupt? Müssen wir die jetzt auch mal mit runterziehen hier. Ah ja, unser Durchmarschrecht wird auslaufen. Da müssen wir jetzt wirklich schauen. Aber wir müssten ja eigentlich alle Einheiten hier draußen haben vor die Russen. Doch, eigentlich schon. So. Das ist blöd mit diesen 9.000 Mann jetzt. Pff, die Seuche hört gar nicht auf. 309.000 Tote. Jo, da haben sie die Griechen selber jetzt ins Bein hier geschossen. Durchmarschrecht. Habe ich jetzt... Nee, wir haben die Einheit noch nicht draußen, Leute. Die haben ja nur irgendwo hier versammelt. Hey, wo sind sie denn jetzt alle?
599. Wo sind denn jetzt meine ganzen Einheiten, die wir vorhin hier zusammen haben? Wo haben sie denn die jetzt hin? Das waren doch keine Ahnung, wie viele tausend Mann, die was hier drin waren. Sind alle weg. Die haben sie aber schon irgendwo hier aufgestellt. Das ist ja blöd. Leute, ihr könnt doch nicht einfach ein paar tausend Mann von mir hier. Nö, sind weg. Auch nicht schlecht. Haben sie hier gegeben oder was? Da. Ziehen wir jetzt mal hier oben mit hin. So, hier sind wir eigentlich gut geschützt. Ja, da kommt keiner mehr raus. So, Provinzen 35, 176.000. Ja, da werden wir jetzt erstmal wieder ein paar machen. Boah, wie schnell das Geld hier weg ist. Das war's erstmal. Jetzt warten wir mal auf die nächste Runde. Kein Durchmarschrecht mehr. Ja, 27. Mal gucken. Formen. Werden wir mal schicken, ne? Um Durchmarschrecht bitten. Werden wir auch probieren. Da haben sie abgelehnt. Durchmarschrecht haben wir noch. Okay. So. Hier wird verstärkt. Da haben wir 100. Okay, dann werden wir mal hier mal noch ein paar rüberschicken. 43. Jo, das müsste reichen. Wie schaut es mit den Provinzen hier aus? Ja, die steigen langsam schon. Das lassen wir jetzt erstmal so. Provinzen. 67, 66. Ja. Das lassen wir jetzt so. Die sollen jetzt erstmal in ihrer Prozentzahl ein bisschen steigen. Und dann können wir die übrigen ja immer noch integrieren, die wo es da noch nicht so geschafft haben. Oh, was ist denn mit den Griechen los? So, dann werden wir mal die Hauptstadt angreifen. Das haben sie alles schon wieder verloren hier. Das ist schon mal gut. Ja, da haben sie 170 Mann drin stehen. Also auch, eigentlich auch nicht die Welt. Ey, fast eine halbe Million Tote. Diese Seuche hört ums Verrecken nicht auf. 67%. Wie schaut es mit unserer Forschung aus? 83,5%. Friedensangebot werden wir noch nicht machen. So, Finnland. Wirtschaft, also die haben ja überhaupt nicht mehr viel. Die haben nicht mehr viel. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal mit Norwegen ein Handelsangebot. Nee, brauchen wir erstmal auch nichts. So, das. Rebellen. Müssen wir erstmal hier rein. Die werden wir nachziehen. Amsterdam. Ey, die Seuche bricht jetzt immer weiter aus. Das kann doch nicht sein. Okay, die meisten haben aber hier die... Was? 3 Millionen Tote schon? Durch diese Krankheit jetzt überhaupt? Tuberkulose, Seuche.
Mir fällen die Krankenhäuser, Leute. So, Integrierung wurde gestoppt. Das ist schon mal sehr gut. 220.000, das lassen wir auch jetzt erstmal so. Jetzt mal wieder Geld zu haben, ist natürlich mal sehr gut. So, Leute, und ich würde auch sagen, das reicht für heute. Ihr seht ja selber, Griechenland ist gefallen. Die haben nur noch das hier unten, ne? Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal hinreisen. Naja, mit 600 Mann, das reicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jetzt werden wir auf jeden Fall dann mit der Integrierung ein bisschen weitermachen und werden unser Land wieder ein bisschen aufrüsten, jetzt zwecks Wirtschaft und so weiter. Das aber alles in der nächsten Folge. Und natürlich die Rebellen werden wir dann noch zerstören, auch in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.